Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW The Burning Crusade Folge 111. Wir sind, wie ihr ja wisst, in den Zahnkammern. Wir wollten uns ja den Flugpunkt holen. Da wir noch ein paar Quests frei haben, nehmen wir doch direkt hier mal ein paar mit. Bietet sich ja quasi so an. So. Ich wurde auch gefragt wegen gespielte Zeit. Warum blende ich das hier auch mal direkt ein? Gesamtspielzeit bis jetzt, bis Level 62, 2 Tage, 19 Stunden und 44 Minuten und 40 Sekunden. Da wisst ihr Bescheid. So, da hinten sind die Pflanzenteil-Quests. So. Und mir fällt gerade auf, ich muss dieses Fenster schließen. Einen Moment. Bevor nachher noch ein Zug vorbei fährt und man nichts hört. So. Nein, oben. Oh je, oh je, oh je. So. Was abgeben. Ich denke mal, das sind Blümchen, aber hat ja schon mal gesagt. Tiere. Können wir schon irgendwas verkaufen? Ich glaube noch nicht, ne? Nö, auch nichts kaufen. So, dann gehen wir mal gucken. Und zwar nach Tilredor. Mal gucken, was man hier so alles kirschen kann. Ich glaube, die kann man auf jeden Fall kirschen. Die Bienen weiß ich nicht. Ach so. Ja, wird alles angezeigt wegen den Pflanzenteilen. Ich erinnere mich. Ja. Pflanzen der Zahngemaschen. Aber die droppen überall wirklich. Also, wenn man Blümchen farmt, die sind auch da drin in den Blümchen. Oh, hier gibt es auch noch Fetzen. Wie lässt denn sowas hier rumliegen? Unglaublich. Wer macht denn sowas? Ach ja, der Aufzug. Da bin ich auch schon ein paar Mal gestorben. Tritt man kurz oben daneben, zack, liegt man da unten tot. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, so im Wasser zu landen, dass ich dann überlebt habe, aber ich glaube, das war einfach nur Glück. So, da oben gibt es nämlich auch wieder Quests und der Flugpunkt ist da oben. Was haben wir denn auf der Höllenfeuerhalbinsel noch? Die Langbart und Makuros Rache. Na, viel ist es nicht mehr. Tja, ich glaube Aslan denkt, wir machen das anders, aber ich mounte schnell auf, sonst ist er nämlich gleich wieder weg. Schwupp. Ist nämlich hier oben. Können wir auch direkt ein paar Quests mitnehmen. Das ist ganz gut. Was sind wir da?
Eine Rechnung. Bla bla bla. Und der hier, der hat auch Rezepte. Und zwar erhebliche Frostmacht, erhebliche Verteidigung und erstklassiger Mana-Trank. Aber hier, dieses erhebliche Verteidigung braucht man, wenn man, was ist denn diese Extra-Skillung machen möchte für Meister der Elixiere, wo man dann auch Tränke herstellen kann, die pocken können. Ganz wichtig. Also falls ihr erstmal sucht, wisst ihr jetzt, wo es bekommt. Ich habe nämlich auch lange gesucht. Und dadurch, dass das ja etwas älter ist, das Spiel, sind dann die Einträge in den oder in vielen Foren für Quests nicht mehr oder sind an das aktuelle Spiel angepasst. Ist dann teilweise was schwieriger, Informationen zu sammeln, wo man die Sachen bekommt. Was man löschen könnte. Wegen Folgequest oder so, aber ich gucke jetzt erstmal. Bin ich schon einsammeln? Ich glaube ja. Als Blümchenmensch ist das dann viel einfacher, weil die werden dann angezeigt. Bietet sich ja quasi an. Nehmen wir die noch direkt mit. Oh, wir machen auch schon knapp 270, 280 DPS. Läuft bei uns. Hat. Das kann ich auch einer da ist in der Gilde. Oh, nee, das war falsch. Ich gehe so. Nö, sieht noch ziemlich leer aus. Aber das liegt ganz klar an der Uhrzeit. Weil wir haben gerade 7:30 morgens. Von daher ganz klar. Entweder sind viele arbeiten oder am Schlafen noch. Haben wir nämlich eine Pflanze dann, jetzt wird überall 1 angezeigt. Ja, das Tolle ist, wenn die Pflanzenteile weg sind, dann wird nicht jedes Tier als, oh, das musst du töten, angezeigt. Wir bald schon wieder ein paar Sachen herstellen. Das finde ich gut. Naja. Ach so, das ist was Altes quasi. Hä? Gucken. Das haben wir, glaube ich. Nee, das ist mit Mana gedöhnt. Das haben wir an. Das ist auch mit Mana. Die haben wir auch an. Okay. Da müssen wir noch ein paar Skillpunkte sammeln. Für quasi zum nächsten erstellen können. Das Leder ist das einzige, was wir bis jetzt können. Ne? Von den neuen. Oder? Ne, da ist noch was. Okay. Ja, das ist etwas angenehmer, wenn man ein Blümchen-Farmer ist, weil, wie gesagt, wenn man die Punkte angezeigt bekommt, ist das cooler.
Aber man kann ja nicht alles haben. Und wenn noch irgendwo was ist. Da ist nichts, was ich brauchen kann. Den nehmen wir mit und dann reiten wir ein Stück zurück. Gucken, obwohl da könnten wir auch hin. In den Todesmoor. Schmeißen wir uns mal aufs Pony. Gucken wir uns das mal an. Fehlschreier, da wollten wir nicht auf die Nase holen. Wildtier. Oh, das kann man sogar. Ne, nicht zähmbar. Was sagen? Ich weiß nicht, ob es mittlerweile zähmbar ist. Das ist. Mal killen für eine Quest. Das ist ein besonderer. Wir müssen einen töten, so einen Feenschreiter für auch eine Quest, aber das ist ein Elite. Aber den müssten wir theoretisch hinbekommen. Den habe ich auch mit dem Schamanen hinbekommen. So, da müssen wir, glaube ich, irgendwo was ausbuddeln. Warum ist denn hier so viel los, ey? Erstmal antanken lassen. Unser Freund schlägt sich ganz gut. Wenn man ein Blümchenmensch ist, wie ihr seht, könnt ihr den nämlich auch quasi ja, Kirschmann sagt man ja eher nicht daran, ne? Klein machen? Der denn, ne? Unglaublich. Ich dachte, ah ja, nimm den mal mit. Nee, nee, nee. Die Tiger von heute greifen alles an, was nicht in die Nagelfest ist. Alter. Was tust du? Er dreht durch. Oh Gott, so viele Feinde. Ich will sie alle töten. Erdproben. Hier müsste das irgendwo sein, laut Karte. Theoretisch. Ich habe im Kopf, dass es unten in der Mitte irgendwo war. Nicht. Ich guck gleich mal unten. Was sehe. Aber ich sehe noch nichts. Mal schneller reiten. Schwupp.
Da, hier oben sieht nicht so aus. Ich meine, das war so auch so ein Erdhäufchen oder sowas war das. Aber ich sehe nichts. Mal da rauskommen können wir nicht. Was ist das denn? Achso. Auch nichts, genau. Noch mal sauber da. Nehme ich unten mal gucken. Blümchen. Ich finde ja immer wieder faszinierend, diese riesen Skelette, die hier überall sind. Also überall mal auf der Karte verteilt. Da ist er. Der Erdhaufen. Wo ich mich immer frage, was für Tiere müssen hier irgendwann mal gelebt haben? Oh, Flammenkappe. Flammenkappe ist gut, vor allem zum Beispiel für Feuermagier. Weil die kann man benutzen. Und dann kriegt man so ein, ich glaube, 10 Sekunden oder so, ähnlich wie so ein Fläschchen, Trank. Doch, Trank, ne? Ja. Wie so ein Trank kriegt man dann so ein Buff für 10 Sekunden. 20% mehr Feuerschaden oder so. Ist wirklich gut. Und teuer sind die im Auktionshaus, wenn man die kaufen will. Und damals, eine Zeit lang, war das, konntest du das als Zerstörungshexe, weil du ja teilweise Feuerzauber benutzt hast, auch immer gut verwenden. Hatten wir uns dann teilweise auch Makros mitgeschrieben, wo man dann einmal dieses Feuer, Blattding benutzt, also die Blume und noch irgendwas anderes als quasi Einstieg für den Kampf, als Burst Damage. Das Lanzenteil wieder, sehr gut. Oh, was haben wir denn da gefunden? Strunks, schön. Immer wieder gut. Dann nach oben. Schön. Ja, unser Ledervorrat wächst. Fünf davon herstellen. Wie viel haben wir? Acht. Sieht doch gut aus. Nehmen wir erst das mit. Bevor es despawnt. Ich will ein bisschen mehr Leder. Leder ist immer gut. Ah, ne, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir nur wenig Huhn gefahren, aber ne. Eigentlich viel. Ja, ich muss neun Dinger herstellen. Was ich machen könnte, wäre eventuell diese drei Hose und Handschuhe herstellen und dann verkaufen im Auktionshaus. Wäre noch eine Möglichkeit. Oder halt normale Lederhandschuhe gingen auch. Haben wir denn einmal da? Oder Rüstungsset, aber
Manchmal ist er ne, nicht so der Freund von Rüstungsset. Weil das bringt ja, wie gesagt, nur Ausdauer. Aber gut, ich würde sagen, die Frage stellen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, Let's Play WoW. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.